kommen. Ja, das ist schon mal gut. Können wir fürs Thumbnail nehmen. So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Unicorn. Muss ich mir jetzt auch ins Gewissen rufen, dass ich das immer sage. Heute haben wir es endlich geschafft. Ja. Wir kennen uns jetzt schon seit anderthalb, zwei Jahren, jetzt schon fast, ne? Mhm. Durch ein gemeinsames Projekt zusammengekommen quasi. Und ja, jetzt haben wir es endlich mal geschafft, hier zu sitzen in deinem neuen Studio und mal ein bisschen zu plaudern. Ich möchte euch die Milena gerne mal vorstellen, was sie macht und ja, ist auf jeden Fall eine Koryphäe in ihrem Business, in ihrem Nagelbusiness und das darf natürlich nicht an euch vorbeigehen. Deswegen, ja, erzähl doch einfach mal, wer du bist, wo du herkommst, wo wir hier gerade sind. Also grundsätzlich ist es ziemlich schwer, über sich selbst zu sprechen. Ich weiß. Ja, du kennst mich ja jetzt dann doch schon eine Weile. Du gibst dich gerne an, ja. Ich bin nicht diejenige, die groß angibt mit das, was er erreicht hat, eher sich unterm Scheffel stellt. Und ja, ich bin seit 18 Jahren in der Branche, habe angefangen, wie ganz, ganz viele auch, zu Hause am Esstisch. Ja. Und habe mir ein Starter-Set besorgt bei eBay damals für 40 Euro und habe dann angefangen, meine Nägel selber zu machen, weil ich mit dem Ergebnis von den Studios nicht zufrieden war. Ja, das ist ja wirklich der klassische Weg. Ne? Also ich war gestern auf der Beauty-Messe hier in München und das ist wirklich bei 90%. Ja. Die sagen alle, ich habe zu Hause mir selber die Nägel gemacht und dann irgendwann haben sie jetzt ihren eigenen Beauty-Salon. Ne? Ja. Also das ist schon krass. Ja, dadurch, dass es halt kein Lehrberuf ist, ist das eigentlich die einfachste Einstiegmöglichkeit, den Beruf kennenzulernen, beziehungsweise für sich herauszufinden, ist das überhaupt was für mich. Ja. Und was halt cool ist, dass ja jetzt die ganzen Social Media und so weiter dann doch noch mehr Input geben kann. Und sich so viel mehr austauschen kann, wie früher, als ich damals angefangen habe. Da damals gab es ja eigentlich nichts. Ne? Nee, also Foren gab es und dann eben Zeitschriften, aber die hast du alle nur erhalten, beziehungsweise in die Foren konntest du dich nur anmelden, wenn du ein Zertifikat hattest. Und das war ja dann auch der Grund, warum ich dann erstmal eine Schulung machen wollte. Gar nicht wirklich, weil ich bei jemandem lernen wollte, sondern ich wollte ein Zertifikat in der Hand halten, um mich in die Foren anmelden zu können und mehr Wissen. Also du warst wissbegierig, wolltest deine eigenen Nägel noch geiler und perfektionistischer gestalten. Und dann ist halt auch so, Schulungen waren damals noch viel, viel teurer. Jetzt gab es ja nur ein paar ausgewählte Firmen, die Schulungen angeboten haben. Auch wenige haben. Firmen damals, ja, ne? Und dann, wenn du nicht genug Geld hast oder wenig Geld hast, dann wägst du ab. Und deswegen war es für mich dann auch wichtig, dass ich mich da anmelden kann. Ja. Und das war tatsächlich der Durchbruch eigentlich. Bei einem Forum anmelden. Okay. Naja, tatsächlich, weil da das ganze Wissen geschlummert hat. Nein, das nicht wirklich. Also schon teilweise, aber ich habe durch die Foren gute Kontakte knüpfen können. Ja, und bin damals als Modell bei einer Firma gelandet, die eben angefangen haben, Schulungen zu hier in Bayern Schulungen anzubieten. Und da habe ich mir gedacht, okay, dann melde ich mich als Modell an. Dann kann ich schon mal was abgucken. Heute, wenn das eine Schülerin so macht, beziehungsweise ein Modell so macht, da bin ich etwas Ja, verstehe schon. Es ist nicht
die feine englische das Art. Das hatte ich damals aber auch, als ich noch Schulungen gegeben habe, dass teilweise zwei Nageldesignerinnen da saßen sich das geteilt haben quasi. Ja, ja. Und da habe ich aber jetzt auch mittlerweile in so einem Fall, ich verstehe es und manche möchten nicht auf einer Schulung arbeiten, sondern für sich dann zu Hause das testen, was sie halt als Information mitbekommen haben. Und da gibt es halt auch dann eine bestimmte Regelung, wie wir das dann machen. Und ich denke, das ist das Fairste dann für alle. Mhm. Ja, und dann habe ich gemerkt, okay, da ist noch viel mehr zu lernen. Mhm. Und ich hatte bei diesem Seminar damals tatsächlich Acryl kennengelernt. Okay, war das das erste Produkt, was du... Nee, mit Gel habe ich angefangen. Das Starter-Set war Gel? Ja, genau. Mit Gel habe ich angefangen. Ich kannte damals nichts anderes wie Gel. Und und auf diesem Seminar habe ich Acryl kennengelernt, so richtig. Und ich war sofort begeistert. Also es war so, wow. Okay. Lag dir das auch sofort oder hast du so über eine Schwierigkeit gehabt? Ja. Okay. Tatsächlich. Also es war so, das ist mein Element. Mhm. Und was halt toll war, Farbgele und so weiter gab es damals noch nicht. Wenn du Nägel farbig machen wolltest, dann gab es nur die Möglichkeit, mit Nagellack zu arbeiten oder mit irgendwelchen Stickern. Und bei Acryl war halt eben die Möglichkeit, dass du... Und da gab es Farbpulver mit Glitzer und weiß ich was alles. Und war auch nicht die große Auswahl wahrscheinlich, ne, oder? Mehr Auswahl wie bei Gel tatsächlich, ja. Und und das hat mich fasziniert, was man alles damit machen kann. Und ja, und dann habe ich mich entschlossen, tatsächlich eine Acrylschulung nochmal zu machen. Mhm. Ja. Okay. Und auch bei der Firma, wo ich damals als Modell war. Und dann wurde ich gefragt, relativ bald, ob ich mir vorstellen könnte, bei einer Meisterschaft teilzunehmen. Wie viel Zeit ist so von dem ersten Starter-Set zu diesem Punkt vergangen? 3 Monate. 3 Monate, Genau. Also wirklich nur 3 Monate. Und weil wenn ich mir was in den Kopf setze, dann... Wie viel hast du zu Hause geübt? Also hast du täglich da gesessen und dir selber die Nägel gemacht? Oder also ich habe täglich meine Nägel tatsächlich immer auf, runter, hoch, runter, bis zu einem Punkt, wo ich dann mir eine Nagelplatte durchgefeilt habe. Ja, irgendwann ist es soweit. Ne? Ja. Und da habe ich gesagt, okay, scheiße, du brauchst Modelle. Nein, es kamen dann meine Mama, meine Schwestern, Freundinnen auf mich zu und die wollten dann auch alle Nägel und und so habe ich dann angefangen. Ja. Und an dem Seminarwochenende wurde ich eben gefragt, ob ich nicht bei einer Meisterschaft teilnehmen möchte. Es startet gerade eine Meisterschaft für Anfänger. Also man durfte nicht mehr wie 2 Jahre Berufserfahrung haben. Okay. Die war auch hier in München, also auf der Beauty-Messe. Und ich so, ach ich mache doch erst seit 3 Monaten Nägel. Ach was, das kriege ich nicht niemals hin und so. Und dann lief aber das Seminar so kacke für mich. Ja, ich habe sogar meinen Pinsel in die Ecke geworfen, weil ich so frustriert war, dass das nicht so funktioniert hat, wie ich es mir ins Kopf gesetzt habe. Und, perfektionistisch von Grund bis Fuß. Ja, ich wollte sofort die Drama-Smile-Line machen können und so weiter. Und das geht halt nicht gleich von Anfang an. Das hatte ich auch viel in meiner Schulung, dass die direkt Vollgas geben wollten und eine gotische Manette machen wollten oder irgendwas. Genau. Da braucht man halt ein bisschen Zeit. Genau. Man muss ja das Material ja auch erstmal kennenlernen. Man muss ja erstmal wissen, wie es überhaupt funktioniert. Und alles, genau. Ne? Und dann Aufbau und so weiter. Genau. Und und dann bin ich nach Hause gefahren und habe gesagt, so jetzt erst recht. Habe mich angemeldet. Richtiger Trotzkopf. Habe mich angemeldet und. Ja, und dann hatte ich noch ein paar Wochen Zeit zum Üben. Mhm. Und lustigerweise, meine kleine Schwester hat damals bei Zara gearbeitet. Mhm. Und sie hat alle ihre
Mitarbeiterin, ah, also cool. Hat sie angesprochen, ja. Nägel umsonst, Nägel umsonst. Und ich habe halt bis zum Erbrechen wirklich French Nails geübt, damit ich dann starten kann. Und ich hatte damals ein Ziel. Ich möchte eine bestimmte Person, also vor einer bestimmten Person, okay, möchte ich gerne sein. Und, in dieser Anfänger-Kategorie. Ja, sie ist mit mir gestartet, hatte aber schon mehr Berufserfahrung und so weiter und so fort. Und mein Ziel war nicht, einen Pokal mitzunehmen, ich wollte nur vor ihr sein. Okay, ja. Bestes Ziel. Ja, genau. Ja. Und ich habe es geschafft und hat sogar den zweiten Platz gemacht. Genau, und so habe ich Blut geleckt. Ja. Mhm. Deine erste Meisterschaft quasi, wie ging es dann weiter? Zweiter Platz, erste Meisterschaft und dann hast du wahrscheinlich ein eigenes Studio eröffnet oder erstmal weitergeübt zu Hause? Ich habe tatsächlich in dem Studio, wo ich eben die Acrylschulung gemacht habe, habe ich damals angefangen. Die haben mich gefragt, ob ich Interesse hätte, da mich einzumieten und sie bräuchten eine Nageldesignerin und das war halt für mich super. Ich hatte zwar vorher schon zu Hause, wir haben ein Kinderzimmer sozusagen, Kinder zusammengetan und ein Zimmer dann für die Nägel genommen. Und, aber für mich war ganz schnell klar, dass ich nicht von zu Hause aus arbeiten möchte. Und dann kam dieses Angebot und das habe ich dankend angenommen. Aber mit, also für mich war immer klar, ich möchte mein eigenes Studio haben. Also es war für mich, ich wusste, das ist auf Zeit. Und weil du Erfahrungen sammeln und genau, gucken, wie genau, die Nase läuft. Genau. Ja. Und ja, und dann war ich dort zweieinhalb Jahre, habe die Schulungen auch immer mitbegleitet, beziehungsweise ich habe trainiert an den Wochenenden für Meisterschaften. Und dann kamen die Schüler automatisch irgendwie auf mich zu und während die Schulungsleitung ja trotzdem da war, kamen sie auf mich zu, was machst du und so weiter. Und habe dann gemerkt, okay, irgendwie ist Nachfrage da. Und dann habe ich angefangen mit zu unterrichten dort und habe für mich damals festgestellt, dass ich das gut kann. Ja. Ja, Wissen weiterzugeben. Wenn die Resonanz da ist, ne, dann genau, merkt man genau. So. Also ich habe auch immer wieder zurückbekommen, dass der Schüler gemeint hat, ich habe es verstanden, so wie du es mir erklärst, verstehe ich es und kann es dann auch umsetzen. Ja. Das ist ein schönes Feedback. Ne? Ja, ja, definitiv. Das können nicht viele. Nee. Nee, also ich habe schon viele gesehen, viele Schulungsleitungen gesehen, die zwar tolle Nägel machen, aber ihr Wissen nicht weitergeben können, weil sie gar nicht wissen, wie sie es verpacken erklären sollen. Ja. Ja, ja, ja. Wie alt warst du da, wo du angefangen hast mit? Nee, also ich weiß so, was fragt man eine Frau nicht, aber. Ich glaube. Wo du das erste Starter-Set gekauft hast? So 28 glaube ich, genau. Und da hattest du schon Kinder? Ja, zwei. Schon. Genau. Das hat alles zusammengepasst? Ja. Wahrscheinlich stressig, ne? Es war stressig, ja, ja, natürlich. Also es fing langsam an, ja, und es war ja auch sozusagen ein Ausgleich zum Muttersein, ja, und ich hatte jetzt nicht vorgehabt von Anfang an, ich habe mich nicht hingesetzt und sage so, und ich mache jetzt Karriere, ja. Und, Zufall, sondern es ist durch Zufall genau, passiert. Ja. Ja. Also es war eher eine göttliche Fügung, ja, nennen wir es so. Ja. Ja. Am richtigen, wie sagt man das? Am richtigen Ort, zum richtigen Zeitpunkt. Genau, ja, gewesen. Und es war, ich weiß noch, wie damals mein Ex-Mann mittlerweile